Ach, hier ist gerade ein Stress. Ihr seht, hinter mir sitzt ein anderer Hund. Eine Kundin hat mir geschrieben, Sonntag früh kommt. Ich habe Lust, auf die Fläche zu gehen. Ein enges Dorf. Ich zeige euch mal noch ein anderes Video. Ja, und jetzt haben wir hier großen Notarzteinsatz, weil sie über was gestürzt ist, sich den Fuß gebrochen hat. Und jetzt weiß der Hund natürlich überhaupt nicht, was ist mit Frauchen. Wir können auch niemand ranlassen. Wir müssen die ganze Fläche. Es kommt Sonntag früh, es kommt ja jeder hierher, ne, der das nutzen will. Erstmal die Fläche freimachen von den Hunden. Ja, Ausnahmesituation. Ich bin hier schon Jahre, habe sowas noch nie erlebt. Auf jeden Fall habe ich heute wahrscheinlich ein paar Stunden einen anderen Tagesgast, bis er geholt wird. Ich habe mich jetzt erstmal ins Auto gesetzt hier bei mir. Ich gehe jetzt gleich wieder reinhelfen. Aber hier ist was los. Bei mir, wie gesagt, Notfallhilfe heißt, selbst wenn ich hier jetzt nicht zufällig gewesen wäre, meine Kunden können 24 Stunden, 7 Tage die Woche rund um die Uhr bei mir anrufen. Und dann helfe ich denen, dann bin ich für die da. Wir haben hier Glück, dass auch gerade eine Ärztin da ist. Ne? Das heißt, schneller als ich hätte vor Ort fahren können, lief hier jemand bei uns mit, die ist selber Ärztin. Der Notarzt war jetzt auch innerhalb von 10, 12 Minuten hier. Okay, ich gehe erstmal reingucken. So, 2 Stunden vergangen. Ja, was ist passiert? Die Jana, die Halterin von dem Asan, die hat auf unserer Freifläche im Rückwärtslaufen ein Hindernis mehr oder weniger übersehen, was wir so nutzen, wo Hunde hochlaufen können und so. Und sie ist halt da drüber gefallen, hat auch sofort gemerkt, das war jetzt nicht eine Prellung, das hat so geknackst. Hat mir da was gebrochen, dann ist er natürlich an der Stelle in die nasse Wiese, in die kalte Wiese gefallen, hat sich da hingelegt und ich war auf einer ganz anderen Fläche, kriegt übrigens auch gerade eine Notfallhilfe, wo Olli, ein Hund, den Kunden gut kennen, 4 Meter tief in den Abhang runtergefallen ist, bin eigentlich am Telefonieren und mir kommt jemand entgegengerannt von Diana, von Asan, die hat sich gerade das Bein gebrochen. Ich lasse den Rettungswagen hier auf die Fläche fahren. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann ist die Person natürlich im Schock, weil sie merkt, was gerade los ist, wie krass die Verletzung ist, die Situation ist. Hat extreme Schmerzen und zum Glück haben wir schon 3-4 Minuten später, das ist ja in Leipzig eine Besonderheit, wir haben Sonntagmorgen ja gehabt, so 9:30 Uhr. Auf jeden Fall 3-4 Minuten später haben wir schon die Sirenen gehört und der Notarzt war auch diesmal schon vor dem Rettungswagen da, was auch in Leipzig nicht immer selbstverständlich ist. Also es war wirklich gut. Wir haben denen dann auch gesagt, hey, es werden jetzt noch 300 Meter, da kann man ein Tor auf der Fläche aufmachen, dann konnten die direkt neben sie hinfahren. Ja, und dann geht das relativ schnell, da werden die Vitalfunktionen angeschlossen. Pintu, komm mal hier. Pintu, komm mal hier. Hier sitzen. Guck mal, da könnte ich die Leute mit sehen, so halb. Ja, und dann werden die Vitalfunktionen angeschlossen. Und sobald das steht, dann kommt Schmerzmittel, nehme ich an. Also sie war relativ schnell natürlich auch nicht mehr ansprechbar. Wir haben leider der Kontakt, der sonst auch Asan so zu 50% hat, den haben wir früh nicht erreicht. Wir haben die Eltern nicht erreicht, so wie es dann ist. Ne? Man steht da. Und dann fehlen die Notfallkontakte. Also habe ich Asan erstmal hier hin reingenommen. Ihr habt das hier gesehen. Das hat auch jetzt mit Pinto gut gepasst, obwohl Asan manchmal andere Hunde so gern nicht so territorial nah um sich hat. Und dann hat sich eine Kundin bereit erklärt, das Auto. Ich hatte den Autoschlüssel von der Jana. Dann hat sich da jemand bereit erklärt, als sie ins Krankenhaus jetzt transportiert wurde, quasi das Auto mit zu ihr zu fahren, weil die Nachbarin, mit der wir dann Kontakt hatten, hat gesagt, ich kann mit Asan rausgehen, ich kann mich auch kümmern, ich brauche aber dieses größere Auto, um den zu transportieren. Ja, und das haben wir jetzt alles schon gemacht, innerhalb von 2 Stunden. Sie ist ins Krankenhaus gekommen, Asan ist versorgt, ich habe die Nachbarin gesehen, alle haben mitgeholfen, alle auf der Fläche haben geholfen, also jeder, der von den Bekannten das sieht, es war in 15 Jahren Hundecoach 24 definitiv der krasseste Unfall, der je passiert ist und es ist alles geklärt. Also ich nehme an, Jana, du liegst gerade auf dem OP-Tisch, wenn alles normal läuft. Du wirst gerade operiert. Bist im schönen Krankenhaus hier in Leipzig, Parkkrankenhaus haben sie gesagt.
Ja, und der Hund ist gut versorgt und es kam jetzt zum Glück immer mehr Kontakte, die auf einmal da waren. Ja, warum mache ich das Video? Sinn des Videos ist so ein bisschen, haltet euch für solche Situationen, wenn sowas mal ist, zwei, drei Kontakte raus, wo ihr wisst, die stehen auf, laufen für euch in die Situation und sind da. Und gerade waren das sogar die Leute, die Jana gar nicht kennen. Also es waren so viele auf der Fläche bereit, da zu helfen. Auch die Peggy, die Jana nicht kennt, dass sie gleich sagt, kommt, wir fahren langsam das Auto dahin, dass die Nachbarin dann auch gehen kann. Hat jetzt eine Stunde Fahrt gespart, sonst hätte ich die Nachbarin holen müssen, wieder rausfahren auf die Fläche. Das ist immer so eine halbe Stunde hin und her. Also wahnsinniges, tolles Zusammenspiel. Gut, jetzt hoffen wir mal, dass in der OP alles gut geht. Es ist halt manchmal sonntags so, ist jetzt ein bisschen anderes Sonntagsvideo. Aber ja, haltet eure Kontakte zusammen, guckt zwei, drei Leute, die für euch da sind. Ich habe dann jetzt von 10 auf 12 ein paar Kunden verschieben müssen. Wir haben es jetzt genau um 12. Ich gehe jetzt mal hoch ins Büro, versuche nebenbei noch ein Brötchen zu essen und euch einen schönen Sonntag. Und ich würde sagen, Happy End, der Hund ist versorgt. Pinto freut sich, dass es jetzt gleich essen geht. Ja, habt alle einen schönen Sonntag.